Ups. Kamera sprengt. So, jetzt aber. Die Venus mit hochziehen und fertig. Jetzt ist die Amsel mit drauf. Ich kann wieder eine scheiß Urrechtsbeschwerde kriegen. Du wenigstens blöde Mistwiederung. Guck, wie schwarz die ist, wie mich auslacht. Mobbentot mit ihrem Gesang. Den Gefallen tue ich dir nicht, ich zoome nicht bei den näher ran. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Warte, hat er gerade das Wort oben gesagt? Meint er jetzt die Amsel oder wir? Nein, er meint die Amsel. Achso. Ja, das geht den Leuten auch schon mit Zeiger gesagt, ne? Mit der Amsel, ne? Ach, Amsel ist jetzt weg. Tschüss. Der Sinn. Der kann irgendein oben gemeint haben. Der hat uns gar nicht gesehen. Ja, eben. Ich weiß auch nicht, wo der Typ herkam. Links oder da. Nee. Habe ich doch gesagt, die scheiß Straßenlaternen gehen nicht an. Tja. Nee, ich sehe keine an. Die gehen an? Haben sie aber richtig ziemlich spät angemacht, würde ich sagen. Stadtwäsche, die ist auch nicht gerade mal perfekt. Ja, und Stadtwäsche ist auch nicht perfekt. Nein. Da ist Dortmund besser mit den Straßenlaternen anzumachen. Oder Düsseldorf oder Berlin. Ja. Mhm. Achso, mit der Berliner Tornado beruht auf wahrer Begebenheit, ne? Den wir geguckt haben, ne? Ja, sicher. Der ich habe die Sternstuppe gesehen. Bei dem Venusstern flog ich gerade erst gesehen. Mhm. Wir kriegen heute nach Sternstuppen. Geil. So, ich muss dir was wünschen. Ja, bei der Venus flog eine Sternstuppe vorbei. Und das ist kein Scherz. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Venus näher ranzoomen müssen. Aber der Himmel ist da hinten so schön rot, deswegen. Aber von weit kann man das ja auch sehen. Mhm. Wir müssen gucken, es könnten noch mehr Sternstuppen kommen. Mhm. Und so kalt ist es auch nicht heute Nacht. Du hast recht, es gibt keinen Frost mehr. Oder siehst du Rauch aus dem Mund rauskommen? Nee. Ich hatte eigentlich für dich zum Muttertag sonniges Wetter gewünscht. Es hat mein Handy morgen Gewitter angezeigt. Schön. Und hat Regen angezeigt. Gewitter meinst du? Regen und Gewitter. Meine Hüfte schon wieder. Hilf mir mal bitte. Halt mich fest. Halt mich fest, bitte. Ich wollte nur eine Sternstuppe aufnehmen. Da war wirklich eine Sternstuppe bei der Venus vorbeigeflogen. Bei der Venus eine Sternstuppe vorbei. Das ist selten. Ich habe eine gesehen. Und du auch? Ja. Hast du auch gesehen bei der Venus? Der ist als erstes gesehen, hat kann sich was wünschen. Habe ich. Das ist ein Wunsch, werde ich nicht sagen. Okay. Und so gackert der Wolderdrossel. Mhm.
Mal gucken, ob ich das Glück war noch nicht alleine. Oh, ich sehe ganz leichte Nordlichter. Muss ich gucken, welche Farbe ich jetzt aufnehme. Ich glaube, leicht grün. Was ist denn los? Ist egal, Mama. Ist egal. Da kommen aber Jugendliche. Ja, dann gehe ich an der Seite. Ich will nicht. Die kommt. Bleib hinter mir. Nein, die gehen den Weg runter. Ich weiß auch, wer das ist. K, A, Z, C, Vizera und D. War nur zwei, die waren mal ziemlich laut, aber gleich 10 Uhr, Leute, ey. 10 Uhr ist Ruhe. Ruhe, Stunde, Lärm. Ich muss erstmal hier einen Umkreis machen, ja? So, jetzt geht's los. Ich glaube, ich nehme gerade so leichte Nordlichter auf. Ich kann es aber schlecht erkennen. So grüne nehme ich auf, über den Horizont, über das Abendrot, Abenddämmerung. Kannst du es auch sehen? Ich kann sie sehen mit meinem Handy. Meinst du, grüne Streifen? Genau, das sind welche. Bitte. Das sind aber leicht grüne, ne? Ein ist eine schmale Wolke, siehst du? Ich kann sogar die Nebelwolken auf mein Handy erkennen. Guck mal, stell mal hinter mir hin. In einem Rot da. Der Streifen, das sind Nebelwolken. Mhm. Kann sie sehr gut erkennen. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Geht auf dein Handy. Kann sogar ganz hinten die Wolken erkennen, die Wollmauer da hinten erkennen.
Jetzt fliegt bei der Venus ein Flugobjekt. Oh. Warte mal. Das muss ich näher ranzoomen. Mom, sieh doch nur. Komm mal schnell. Da. Das ist jetzt ärgerlich. Weißt du das? Nee, jetzt kriege ich das nicht mehr drauf. Schön. Nein. Das Handy macht doch ein alles kaputt. Hatte gerade so eine schöne Farbe drauf bekommen. Ich möchte, dass du dein Kinn nicht mehr auf meine Schulter machst. Gar nicht mehr. Ich werde jetzt weiter rumbrüllen, weil mein Handy nicht das macht, was ich will.